Herzlich willkommen am Olympiastützpunkt Westfalen, meinem Lieblingsort im Sportland NRW. Also ich bin ja jetzt schon seit über 12 Jahren hier im Ruhrgebiet, im Sportland NRW. Und das hat mich geprägt. Der Mensch, der ich jetzt bin, das bin ich geworden, weil ich hierher gekommen bin. Ich bin mit dem Sport groß geworden. Wir haben irgendwie am Wochenende Basketball gespielt oder wir saßen am Tisch und es wurde immer über Sport gesprochen. Und am Schluss habe ich so meins gefunden, was gut funktioniert hat, und das war der Hürdensprint. Und da ist wirklich eine Liebe entfacht. Und dann bin ich ins Sportinternat gezogen. Das war total aufregend. Als ich dann 2016 das erste Mal nach Rio geflogen bin zu den Olympischen Spielen, dann habe ich gemerkt, okay, ins Finale kommen 8 Leute. Das sind die schnellsten 8 Frauen der Welt, und das war greifbar. Und im Jahr darauf habe ich dann ja auch die Bronzemedaille bei der WM in London gewonnen. Das war natürlich so ein Rausch der Gefühle, das war ganz verrückt. Ja, für mich war wirklich die Verschiebung der Spiele, natürlich ist das erstmal ein Schock, aber im Nachgang, als dann wirklich ein anderer Termin gefunden wurde, war ich wirklich happy, weil ich zu der Zeit noch nicht so fit war und hatte die Möglichkeit, ganz Step by Step das alles wieder aufzubauen. Das heißt, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ich im nächsten Jahr viel, viel stärker dastehen kann, als ich in diesem Jahr hätte machen können, und das ist natürlich schon mal ein gutes Gefühl. Von daher freue ich mich einfach auf das, was kommt. Also ich glaube, NRW ist natürlich ein Sportland, also es liebt den Sport. Ganz besonders macht diesen Ort, dass ich alles an einem Fleck habe, und so geht es auch nur professionell. Und ich bin total dankbar, und ich liebe das auch, unter Leuten zu leben, die auch diesen Sport so sehr lieben und so viele Möglichkeiten eben bieten. Von daher größtes Lob an Sportland NRW.